Was ich an den Feinden denke. Achtung, Bewegung! Scheiße, ich check was. Hagel, bessere Position! Gebiet gesichert. Taktisches Depot in der Nähe. Achtung, Fallkontakt. Feind identifiziert, da drüben. Richtig. Sichtkontakt, da. Brauche freie Schusslinie. Verdammt. Gesichtet. Hill ist tot. Komm drüber weg. Wir müssen unseren Job machen. Aber den Ghost wird stoppen. Feind gesichtet. Gegner lokalisiert. Da. Markiere einen Brecher. Schlimm genug, dass ich hier draußen bin. Feind identifiziert. Da drüben. Phänomenal. Gegner lokalisiert. Da. Ich hab den Feind. Da. Ich sehe einen Brecher. Sauberer Schuss, Ghost. Gegner lokalisiert. Da. Volltreffer, Baby. Immer mitten rein. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Mist, die wissen Bescheid. Rücke vor. Bin soweit. Feindliche Einheiten! Alle ausgeschaltet, Boss. Rock'n'Roll. Sauberer Schuss, Ghost.
Konzentration! Wir haben gesetzt. Alles unter Kontrolle. Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Ich suche nach diesem Ort. Könnten Sie mir sagen, wo es lang geht? Danke für die Unterstützung. Identifiziert, da drüben. So ein... Ziemlich gut. Ich sehe einen, da drüben. Warum durchkennen wir die Gegend? Komm drüber weg. Wir müssen unseren Job machen. Hörst du mal auf damit? Uns wird schon was einfallen. So geht das, Boss. Hier bei mir rührt sich nichts. Bei mir ist alles sauber. Ich hoffe echt, dass nichts passiert. Komm, Hilfe! Hallo. Könnten Sie mir helfen, diesen Ort zu finden? Ja. Ich weiß, wo Sie suchen müssen. Danke. Passen Sie auf sich auf. Entdeckt. Da.
Alles ruhig hier. Ja. Gut gemacht. Roger, Zielannäherung. Bewege mich zum Ziel. Bin bereit, Bob. Ziel ist im Fadenkreis. Ziel ist entwischt. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut geschossen. Phänomenal. Komm, gib mich so an. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Denkt daran, dass Tätigkeiten gegen das Sentinel-Personal im Ausnahmezustand mit aller Härte geahndet. Hallo. Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Ehrlich, mehr weiß ich nicht darüber. Das weiß ich zu schätzen. Los, ich komme nach.
nach. So. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Scharfschütze im Zielgebiet. Wirklich gebrauchen können. Feind identifiziert, da drüben. Ein Naturtalent! Sichtkontakt da! Sterb, du Missgeburt! Sind weggerannt. Findet sie! Sehr gut gemacht. Sie ein Scharfschützen.
Ich sehe einen Scharfschützen. Vorsicht, da drüben ist einer. Ich habe den Feind entdeckt. Da. Hill ist tot. Komm drüber weg. Wir müssen unseren Job machen. Aber wenn Hill den Ghost nicht stoppen... Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Scharfschütze. Genial. Feindliche Kräfte! Vorsicht, da ist eine Flugdrohne. Im Einsatzbereich. Sichtkontakt. Alles sauber. Nichts zu berichten. Kein... Ziemlich gut. Sorry.
Gib nicht so an. Gegner gesichtet. Phänomenal. Ich sehe einen. Da drüben. Feind gesichtet. Aufklärungsdrohne in Sicht. Vorsicht, das so ist ein. So geht das, Boss. Thank you.
mit. Sauberer Schuss, Ghost. Sichtkontakt, da. Wir haben Besuch. Volltreffer, Baby. Feind identifiziert. Da drüben. Ich komme auch. Gleich hält sie mir wieder. Gegner gesichtet. Guter Schuss. Vorsicht, da drüben ist einer. Gib nicht so an. Was ist denn? Bitte, ich habe nichts Falsches getan. Was? Nein! Bitte, gehen Sie weg. No, no, no.
Sauber. Sie sind tot. Sauber. Alles sauber hier. Ich glaube nicht, dass wir noch was finden. Ich habe irgendwo noch eine halbe Zigarette. Die teile ich mit dir. Der hier ist tot! Wir müssen dran sein! Ich habe den Feind entdeckt. Vorsicht, da drüben ist einer. Wir sind vielleicht eine Weile hier, also organisiert schon mal die Nachtwachen.
uns um die Ohren. Augen auf. Wir haben Gesellschaft. Hört mal! Hier ist alles sicher. Ich hab den Feind entdeckt. Da. Dann müssen wir das noch machen. Volltreffer, Baby. Hey, hier ist jemand. Ich glaube, es ist Zack. Scheiße. Scanne das Einsatzgebiet. Hier, siehst du selbst an. Vorsicht, möglicher Feindkontakt gemeldet. Bestätigt, wir gehen mit Bedarf vor. Ich hab jemanden entdeckt! Verschaff uns mehr Feuerkraft, Fixit. Solide Arbeit. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet.
außer Reichweite der Ezreal sein. Sichtkontakt, da. Reitboss. Alles sauber, sie sind tot. Gut gemacht. Vorsicht, da drüben ist einer. Immer mitten rein. Roger, bin unterwegs. Bringe mich in Stellung. Gut geschossen. So geht das, Boss. Kommando identifiziert. Wir können ihm ein paar Fragen stellen. Sichtkontakt, da. Feind gesichtet. Ich sehe einen Minigunner. Seid vorsichtig, ein Minigunner. Bringe mich in Stellung. Bin unterwegs, Boss. Roger, Schwergewicht erfasst. Bin schussbereit. Feind identifiziert, da drüben. Okay, Großglied, alles sauber. Solide Arbeit. Volltreffer, Baby. Vorsicht, da drüben ist einer. Hey. Sichtkontakt, da. Vorsicht, da drüben ist einer.
nicht so an. Lügner gesichtet. Aber ich hoffe, dass wir nicht mal zum Schwimmen kommen. Mehr Feuerkraft, Fixit. Ich hab nichts dagegen. Vorsicht, da drüben ist einer. Roger, bin unterwegs. Nein, Boss. Kontakt, da, das war's. Wir haben alle erwischt. Passt auf euch auf! Rock'n'Roll. Kacke, ein Scharfschütze. So geht das, Boss. Alles klar, Boss. Hier wird hin. Meine Kampfdrohne hat keinen Saft mehr. Gerade wenn... Auf das Schwergewicht. Ziel ist in Deckung, wir sind alle ausgeschaltet, Boss. Sauber. Thank you.
Wissenskämpfer wirst? Vor nicht allzu langer Zeit haben wir noch fürs Geld programmiert. Er kidnappt Madeira und schickt seine Leute raus? Klingt, als hätte Stone es plötzlich auf sie abgesehen. Glauben Sie wirklich, wir hatten etwas damit zu tun, dass er den Ausnahmezustand ausgerufen hat? Stone hätte einen Weg gefunden, egal wie. Sie klingen fast beeindruckt. Walker verfolgte wenigstens ein Ziel. Aber wenn er dachte, er hätte die Kontrolle, hat er sich was vorgemacht. Am Ende erinnert sich Stone immer daran, dass er ungern mit anderen zusammenarbeitet. Wir sehen uns, Haruhi. Ganz bestimmt, Kampfmaschine. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Nomad, wie geht's? Ich würde alles geben, da draußen mitzukämpfen. Schon gehört? Bella hat ein Heilmittel. Zurzeit glaube ich gar nichts mehr, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Von mir aus aber entspann dich mal. Bald ist das Zeit, über die Zukunft nachzudenken. Wir sprechen uns später. Bis dann. Zukunft? Wir müssen uns entscheiden. Sentinel hat uns feige verseucht. Wie Ungeziefer. Mein Bruder ist tot. Kinder sind... Man sieht sich. Sicher. Bis bald. Da sind wir einer Meinung. Jetzt müssen wir nur die anderen überzeugen. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Haben Sie mit Ayana Puri gesprochen? Ja, sie ist immer noch ziemlich aufgewühlt. Oh, ich halte sie für äußerst abgebrüht. Nein, sie ist anders als Sie. Sie glaubt, Emotionen zu zeigen wäre ein Zeichen von Schwäche. Das ist so ein Business-Ding. Die Seiten zu wechseln ist auch ein Business-Ding. Nicht alles, was sie getan hat, finde ich gut, aber sie wollte die Belegschaft beschützen. Nomad. Ich bin weggerannt. Sie ist geblieben. Sie hat für den Rest von Skelltech gesorgt. Mantel und Degen passen besser zu ihr als ein Business-Outfit. Aber ich gebe zu, Aroa ist mit ihr besser dran als ohne sie. Passen Sie auf sich auf. Darauf können Sie sich verlassen. Es gibt keine Freiheit mehr auf Aurora. Man kann auch nicht mal mehr alleine durch den Wald. Ich war unsicher wegen Miss Puri. Aber es geht dir wohl gut. Vielleicht. Glaubst du nicht? Wissen Sie, sie mochte meinen Dad. Sie musste nett zu mir sein. Ich bin aber wie alle anderen hier. Und ich will nicht nett zu ihr sein. Mach's gut, Kleine.
die Sendung irgendwas. Hey Nomad, ich habe hier was Interessantes für dich. Vielleicht sollte man sich doch zusammentun. Bis später. Bis später. Dann bis bald. Passen Sie auf sich auf. Wird gemacht. Hättest du gedacht, dass wir hier enden? Lange nicht gesehen. Schön, dass du wieder da bist. Gab es da draußen Probleme? Es wird immer schwieriger, den Drohnenpatrouillen auszuweichen. Würden Sie Euro empfinden? Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Haltet euch da draußen an die Hygienevorschriften. Es gibt keine Freiheit mehr auf Aurora. Kann auch nicht. Hättest du gedacht, dass wir hier enden? Das ist eine zu große Entscheidung für eine Person. Fürs Erste helfen wir ihnen, wo wir können. Aber wir haben...
Armoros-Drohne in Sicht. Bereite Zugriff vor. Geschossen. Mal sehen, womit ich es zu tun habe. Dann sind wir Ihnen einen Schritt voraus.
Moment. Die Drohne hat keinen Saft mehr. Die hätte ich brauchen können. Daumen drücken. Gegner, da! Schuss bereit. Sollte Schaden anrichten. Sucht nach Zielen! Nomad and Arrow One. Ich bin drin. Übertragen Sie das Virus. Verstanden. Wir senden jetzt. An Arrow One. Einsatz abgeschlossen. Das ist ja wunderbar. Ich sag allen Bescheid. Bin unterwegs. Matt soll mir was von dem Fusel aufheben.
Hättest du damit gerechnet? Schätze, wir sitzen hier wohl noch ein Weilchen fest, hä? Naja, wir haben verhindert, dass Walker die Drohnen von der Insel schafft. Das ist keine Lappalie. Kennen Sie dieses Wunderland? Walker sprach davon. Leute, die für ihn und Stone arbeiten, erwähnten es auch. Ich habe gehört, wie Sie darüber geredet haben. Aber wirklich erklärt haben Sie es nicht. Klingt nach Lewis Carroll. Alice im Wunderland. Ja. Er hat gesagt, ich kann es nicht aufhalten. Ah, vergessen Sie es einfach, ja? Diese Inseln sind voll mit verrückten Milliardären. Leuten, die sich für Wölfe halten. Killerrobotern. Und privaten Militärfirmen. Aber sie sind auch noch voll mit wirklich, wirklich guten Menschen. Wir haben etwas Gutes getan und darauf können wir stolz sein. Darauf sollten wir anstoßen. Seht mal, die Vögel! Das sind keine Vögel. Wie faszinierend. Das haben wir nicht probiert. Haruhi. Anscheinend ist Ikarus nicht der Einzige, der sich in große Höhlen aufschwingt. Stone. Miles, nur weil Sie meine Rechnungen bezahlen, bin ich nicht Ihre Hure. Ich weiß nicht, wie Scal diesen Sektor übernehmen konnte, aber jetzt kontrolliert er ihn nicht mehr. Wie bitte? Na, dann sagen Sie Ihrem Chef mal, er soll sich nicht ins Höschen machen. Na ja. Ich bin auf der Insel. Und da Walker weg ist, hab ich jetzt wohl das Sagen. Was für ein Ort ist das? Okay. Was jetzt? Oh, die Drohnen! Die wollen das Virus mit Drohnen verbreiten! Ich weiß, ich weiß. Die Ghosts werden alles tun, um das zu verhindern. Und was waren wir? Was waren die Toten? Versuchskaninchen? Für diese Arschlöcher waren wir anscheinend genau das. Nein, ich will mein Leben nicht als Laborratte für Völkermord verbringen. Schuld soll er nie... Wir sprechen uns später. Bis dann. Ganz meine Meinung, Bruder. Wir zahlen es ihnen zehnfach heim. Die KI wurde von der Leine gelassen. Was denken Sie, geschieht jetzt? Das kann niemand beantworten. Sie ist durchgedreht. Also per Definition unberechenbar.
Aber sie kannten von Anfang an alle Faktoren und Bedingungen. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass das passieren würde, aber ich hatte Vertrauen. Die hartnäckige Hoffnung, dass sie sie kontrollieren könnten, wie sie sagten. Jetzt kann ich das fast nur zynisch sehen. Das war's dann also? Mehr haben Sie nicht zu sagen? Ich kann nicht leugnen, dass diese Entwicklung einigen dient. Maddox ist zum Beispiel sicher begeistert. Super. Soll ich den Champagner holen? Klingt nach einer richtigen Party. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Was geht mit diesen Drohnenschwärmen ab? Hat Ihr Programm einen Glitch verursacht oder sowas? Das, ist die KI des Schwarms. Vor allem dieser eine Schwarmführer. Er ist autonom geworden. Also völlig autonom. Sentinel kann ihn nicht kontrollieren. Aber wir auch nicht. Genau. Das ist schlecht. Nicht unbedingt. Operation Citadel läuft weiterhin und viele andere Unterprogramme ebenso. Aber wir sind wieder ausgesperrt worden. Wir haben keinen Zugriff auf das Programm. Für Normalsterbliche bitte. Was wird mit dieser KI passieren? Und wird sie uns von dieser Insel lassen? Die KI zeigt erwachendes Verhalten. Das kann man nicht vermenschlichen. Sie denkt nicht, wie es Menschen tun. Sie kann uns nichts tun lassen. Aber das macht die Sache nicht weniger erstaunlich. Mit anderen Worten, wir sind am Arsch. Der Weg ist zwar noch weit, aber was haben Sie vor, wenn das hier vorbei ist? Sie meinen mit Aurora? Mit Skelltech? Angenommen, Miles ist nicht mehr involviert. Sie nehmen an, dass ich nicht ins Gefängnis muss. Ich dachte, der Grund für die abgelegene Lage wäre die politische Autonomie. Wir kommen um ein paar Beschränkungen herum, aber wir haben trotzdem Niederlassungen in der ganzen Welt. Und Gerichtsverfahren. Die Familien meiner Angestellten werden sicher schon weltweit ihre Klagen einreichen. Passen Sie auf sich auf. Darauf können Sie sich verlassen. Wie war es für Sie so als Doppelagentin? Für Sie ist das ganz einfach, oder? Sie sehen Ihren Feind und kämpfen. Einfach würde ich das nicht nennen. Denken Sie, ich fand's toll zu sehen, was Sentinel meiner Firma antat? Und Jace? Glauben Sie nicht, dass ich Sie aufhalten wollte? Aber selbst zu widersprechen war schon gefährlich. Also machten Sie mit. Still meine Arbeit zu machen, gab mir Zugang zu Informationen, die Stone stoppen können. Wenn man mich als Gesicht von Skelltech hassen muss, damit ich sie aufhalten kann, dann sei es so. Manchmal ist Kämpfen die einzige Wahl. Ich wollte überleben. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin kein Soldat. Das war Fox auch nicht. Sind Sie und Jace jetzt wie Pech und Schwefel? Jace kann über mich denken, was er will. Ach so. War er nur Ihr Boss oder auch ein Freund? Ich habe mich für seine Angestellten eingesetzt. Er ging. Interessanter Typ, dieser Stone. Stone will Macht haben und er wird alles tun, um sie zu behalten. Er glaubt, er könne alles auf der Welt besitzen und diese Insel zählt auch dazu. Also teilt er nicht? Mit Ihnen zum Beispiel? Er behandelte mich besser als andere. Das stimmt schon. Sie schienen seine Großzügigkeit zu genießen. Ich habe nichts an ihm genossen. Er brauchte mich, weil ich ihm dabei helfen konnte, die Insel zu kontrollieren. Niemand weiß, was er jetzt tun wird. Er hatte sie in einer Höhle gefesselt. Ich glaube, er hatte einen Plan. Waren Sie eng mit Walker befreundet? So wie alle anderen? Er beschützte mich vor Stone. Bis zu einem gewissen Punkt. Walker wäre loyaler gewesen, wenn er ihnen vertraut hätte. Er wusste wohl, dass sie was planen. Etwas planen? Sie sind so durchschaubar, Puri. Es geht immer nur um Ihren Vorteil. Walkers einzige Schwäche
war wohl Ehrlichkeit. Er übernahm die Kontrolle bei Skelltech. Das ist doch nicht ehrlich. Viele Regierungen haben mit guten Absichten Firmen übernommen. Aus Walkers Sicht war das ehrlich, ja. Was wissen Sie über Miles? Ich habe ihn nur einmal getroffen und das war schon zu viel. So gut war's. Überlegenheitskomplex ohne die nötige Intelligenz. Nichts weiter als eine Marionette. Die Frage ist, wer zieht die Fäden? Genau. Wer es auch ist, ist die wahre Bedrohung. Wenn ich daran denke, wird mir gleich ganz anders. Geht mir genauso. Falls noch niemand gefragt hat, jetzt da Fox tot ist, was sollte Ihrer Meinung nach mit Harmony passieren? Harmony ist nicht meine Tochter. Ich weiß, dass ihre Mutter irgendwo in den Staaten lebt, aber... Ich will nur ihre Meinung hören. Sie ist ein gutes Kind. Und Fox war immer für mich da. Aber ich bin nicht gerade die Fürsorglichste. Wer hat sich hier um sie gekümmert? Maria, Matts Frau. Sie hätte bestimmt nichts dagegen, erstmal für sie zu sorgen. Fox hat nie durchblicken lassen, dass Sie die Videos geschickt haben. Er dachte wahrscheinlich, er würde mich beschützen. Wir hätten mehr tun können, wenn wir gewusst hätten, dass Sie auf unserer Seite sind. Die Sache war sowieso schon riskant genug. Wie sind Sie überhaupt bei Fox gelandet? Er fand mich wohl attraktiv und er hat mich zum Lachen gebracht. Was ist auf Golem Island? Sie müssen das wissen. Die Insel war ein Testgebiet für Drohnen. Es wurden schwierige Wetterbedingungen simuliert, um die Auswirkungen auf die Mechanik zu erforschen. Klingt praktisch. Oh ja, Projekt Titan wurde dort gestartet. Aber es lag zuerst noch auf Eis. Walker war derjenige, der es zum Leben erweckte. Wie sein Namensgeber ist Titan gigantisch geworden und hat Unsummen gekostet. Aber was hat es damit auf sich? Da müssten Sie Jace fragen. Er ist das Hirn. Von mir kommt das Geld. Wir sehen uns. Bis dann. Es ist gerade eine schwere Zeit. Wie geht's dir? Ich werde nicht nett zu Ihnen sein. Du musst nicht nett zu mir sein. Aber ich werde dich nach Hause bringen. Ich habe kein Zuhause. Hast du keine Mutter? Sie hat eine neue Familie in San Diego. Ich komme klar. Maria bringt mir das Jagen bei. Ich bleibe auf Aurora. Und sorg für mich selbst. Mach's gut, Kleine. Diese Deppen können ihn ein Genie nennen, so viel sie wollen. Hey Nomad, ich habe hier was Interessantes für dich. Dann bis bald. Passen Sie auf sich auf. Wird gemacht. Ich habe es satt, hier festzusitzen. Mir gefällt's hier langsam. Ich mag die Bäume. Du Arsch. Yep. Gut, dass es dir gefällt, denn wir werden in absehbarer Zeit hier nicht wegkommen. Wer will denn hier weg, wo es doch gerade interessant wird? Das wird es sicher. Also, was machen wir jetzt? Das, was wir immer machen. Wir tragen den Kampf zu ihnen. Es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen Hilfe. Wir haben hier gute Leute.
Ja, erst müssen wir ihnen helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Dann finden wir raus, wer den Hut aufhat. Und schalten ihn aus. So sieht's aus. Weißt du, ich bin froh, dass du den Absturz überlebt hast. Ich liebe dich auch, Schnuckel. Cocktail. Wie wär's mit Zweien? Bis später. Bis später. Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Haltet euch da draußen an die Hygienevorschriften. Wir sprechen uns später. Bis dann.